Hallo liebe Zuschauer und willkommen auf meinem Kanal. Letztes Mal ging es um das Einkaufen in den aus Deutschland bekannten Discounterketten. Deshalb ist es naheliegend, dass wir uns dieses Mal über das rumänische Bargeld unterhalten. Natürlich kann man heute praktisch überall mit den üblichen Bankkarten bzw. Kredit-, Debit- oder Girokarten bezahlen, was ich auch für den Reisenden empfehle, aber man sollte auch immer etwas Bargeld zur Hand haben für die kleineren Käufe oder die Einkäufe bei einem der unzähligen Straßenverkäufern, besonders zur Erntezeit. Euro Bargeld wechseln würde ich hier nicht, stattdessen sollte man direkt hier am Automaten die Landeswährung ziehen. In Rumänien wird mit dem Löwen bezahlt. Nichts anderes bedeutet nämlich die Bezeichnung der Währung Lei. Dies kommt daher, weil im 17. Jahrhundert in vielen Fürstentümern in Rumänien bevorzugt mit den niederländischen Löwentalern bezahlt wurde. Als eine eigene rumänische Währung wurde der Lei dann 1867 eingeführt. Nach einigem Hin und Her wurden im Laufe der Zeit 4 verschiedene Serien mit unterschiedlichen Designs dieses Geldes herausgegeben. Das letzte Mal geschah dies im Jahr 2005, weil durch den Umbruch nach dem Ceausescu-Regime die Inflation sehr stark anstieg. So strich die Zentralbank in diesem Jahr 4 Nullen vom Wert des Lei und gab entsprechendes neues Geld mit den neuen Nennwerten heraus. Deshalb ist die internationale Abkürzung für die Währung heute auch RON und nicht, was naheliegender wäre, ROL. RON steht für Romanian New Lei. Roll war dagegen die Bezeichnung der Währung bis zum 1. Juli 2005. Das Besondere an diesen Banknoten ist, dass sie die ersten in Europa waren, die nicht mehr auf Papier gedruckt wurden, sondern auf eine eigens für Banknoten entwickelte Kunststofffolie. Genauer bidirektional geregtes Polypropylen, BOPP für die Nerds unter euch. Dadurch gibt es als Sicherheitsmerkmal diese tollen Sichtfenster auf jeder Banknote. Eine Stelle, wo der Geldschein komplett transparent ist. Dazu sind diese Geldscheine auch absolut wasserfest, selbst eine längere Zeit im Wasser kann ihnen nichts anhaben. Sie sind sehr knitterfest und auch extrem reißfest. Ich bin ja nicht der Schwächste, aber einen Leihschein bekomme ich nicht zerrissen. Ich bitte die schmutzigen Finger zu entschuldigen, ich habe gestern mit Bitumenkleber gespielt. Das schwarze Zeug geht einfach nicht ab. Allen Geldscheinen gemein ist, dass sie auf der Vorderseite das Konterfei einer herausragenden Person der rumänischen Geschichte aus den Bereichen Kunst, Musik, Politik, Forschung, Kultur oder Militär tragen. Dazu eine Blume, die mehr oder weniger dem Werk der Person nahesteht, das Sichtfenster, das ebenfalls in der Gestaltung etwas mit der abgebildeten Person zu tun hat. Neben einer Vielzahl von Sicherheitsmerkmalen sind natürlich auch der Nennwert und die Seriennummer auf jeder Banknote zu finden. Auf dem Einleerschein sehen wir den Historiker, Schriftsteller und Politiker Nicolae Iorga. Nach seinem Studium in Paris, Berlin und Leipzig wurde er im Alter von 23 Jahren zum Mitglied der rumänischen Akademie, mitbegründete später zwei Parteien und war in den Jahren 1931 und 1932 rumänischer Ministerpräsident. Er wurde im Jahr 1940 von Rechtsextremen ermordet. Die nächste Banknote ist der 5-Lei-Schein. Hierauf ist George Enescu abgebildet, ein Komponist, Violinist und Dirigent. Er spielte bereits mit 4 Jahren Violine und komponierte seine ersten Stücke mit 5. Von 1888 bis 1894 studierte er in Wien und danach bis 1899 studierte er Komponieren in Paris. Danach gründete er mehrere Orchester, eröffnete Opern, lehrte Musik und schrieb eine Unzahl von Musikstücken. Nach einer Konzertreise in die USA kehrte Enescu aus Protest gegen den Kommunismus nicht mehr nach Rumänien zurück. Enescu verstarb im Jahr 1955 in Paris. I want to break free. I want to break free. Auf der 10-Lei-Banknote ist das Bild von Nicolae Grigorescu abgebildet. Der Maler gilt als einer der Mitbegründer der modernen rumänischen Malerei. Seine Motive suchte er häufig im rumänischen ländlichen Alltagsleben Ende des 19. Jahrhunderts. Grigorescu war bereits im Alter von 10 Jahren Schüler eines aus Rumänien stammenden tschechischen Malers. 1861 bekam er ein Stipendium zu einem Kunststudium in Paris. 1877 war er im rumänischen Unabhängigkeitskrieg als Frontzeichner und Maler tätig. Er starb 1907. Das jüngste Mitglied bei den rumänischen Banknoten ist die 20-Lei-Note.
Die wurde erst im Dezember letzten Jahres, also vor etwa 6 Wochen, ausgegeben. Sie ist im Moment noch sehr selten. Ich habe jetzt eine Woche lang in allen Geschäften nachgefragt, ob sie eine solche Banknote für mich hätten. Sie zeigt als erste aktuelle Banknote Rumäniens eine Frau, Ekaterina Teodoroiu. Man vergebe mir, wenn ich die rumänischen Namen verhunze. Sie wurde im Zuge der Gendergleichheit aus einer Liste von 100 Frauen gewählt, die wichtige Rollen in der rumänischen Geschichte und Kultur spielten. Teodoroiu war der erste weibliche rumänische Offizier. Sie wurde 1916 während des Ersten Weltkriegs in die Armee aufgenommen, nachdem sie dort zunächst als Krankenschwester arbeitete. Aber nach dem Fronttod ihres Bruders wählte auch sie den Weg als Frontsoldatin. Sie gelangte zu Ruhm, weil sie durch eine Kriegslist verhinderte, dass ihre Kompanie, welche von den feindlichen deutschen Truppen eingeschlossen war, in Gefangenschaft geriet. Sie meldete auf Deutsch, dass die Kompanie sich ergebe, doch währenddessen eröffnete sie das Feuer und tötete mehrere Deutsche und ermöglichte so ihren Soldaten die Flucht. Später im Krieg wurde sie gefangen genommen, konnte jedoch mit einem versteckt mitgeführten Revolver ihren Bewacher erschießen und entkommen. Nachdem sie noch weitere Kämpfe teilweise mit Verwundungen ausfocht, wurde sie im Jahr 1917 durch deutsches MG-Feuer während einer Attacke getroffen und verstarb. Sie wurde aufgrund ihres Mutes, Patriotismus und Selbstaufopferung zur Heldin. Das Einsatzgebiet der jungen Dame befand sich zufällig in dem Gebiet, in dem ich jetzt wohne. Deshalb ist in der nächsten größeren Stadt auch ein Monument ihr zu Ehren aufgestellt. Als nächstes in der Reihenfolge kommt der 50-Lei-Schein. Hier sehen wir ein Bild des Ingenieurs, Luftfahrtpioniers und Flugzeugkonstrukteurs Aurel Vlaicu. Er wurde 1882 in Transsilvanien geboren und studierte ab 1902 an der Technischen Universität Budapest und TU München das Ingenieurswesen im Maschinenbau. Danach arbeitete er bis 1909 bei Opel in Rüsselsheim. Nach seiner Rückkehr nach Rumänien baute er zunächst Segel, danach Motorflugzeuge. 1910 kaufte dann das neu gegründete Königlich Rumänische Fliegerkorps seine Maschinen bei Vlaicu. Im Jahr 1913 verunglückte er bei dem Versuch, die Karpaten zu überqueren, vermutlich an den Folgen eines Herzinfarkts. 1919 wurde sein Heimatdorf im Kreis Hunedoara von Binzinzi in Orel Vlaicu umbenannt. Der rumänische Schriftsteller Ion Luca Caragiale ist auf der 100-Lei-Note abgebildet. Er gilt als der bedeutendste Dramatiker Rumäniens. Da seine Eltern und zwei seiner Onkel selbst Schauspieler waren, war er dem Theater schon von Kindesbeinen an eng verbunden. Er arbeitete als Souffleur, Theaterkomponist, Korrektor und Theaterleiter, aber auch als Zeitungsredakteur, Lehrer, Schulinspektor und Gastwirt. 1901 ging er aufgrund eines Rechtsstreits wegen einem seiner Werke, den er aber gewann, freiwillig nach Berlin ins Exil, wo er bis zu seinem Tode im Jahr 1912 auch blieb. In Berlin verfasste er noch mehrere Werke. Nun zu den großen Scheinen, die man als Tourist praktisch nicht zu Gesicht bekommt. Selbst kleinere Banken haben diese Scheine nicht immer vorrätig. Ich habe sie zwar bei einem Bekannten bestellt, aber bisher leider nur den 200-Lei-Schein bekommen. Geldautomaten spucken als größten Schein nur 100 aus. Der zweitgrößte Schein in Lei ist der 200er. Lucian Blaga ist der Name dieses nicht gerade amüsiert dreinblickenden Herrn. Er war rumänischer Dichter, Philosoph, Journalist, Übersetzer, Wissenschaftler und Diplomat. Nach einer nicht gerade leichten Kindheit, Blaga konnte bis zum Alter von 4 Jahren nicht sprechen, studierte er zwischen 1914 bis 1916 Theologie in Rumänien und zwischen 1917 bis 1920 Philosophie und Biologie in Wien, wo er mit beiden Doktortiteln promovierte. Im Jahr 1937 wurde er zum Mitglied der Rumänischen Akademie ernannt. Bis 1948 war er als Professor tätig, doch mit dem Aufkommen des rumänischen Kommunismus ging seine Karriere zu Ende. 1956 wurde er für den Literaturnobelpreis nominiert, wogegen aber die damalige rumänische Regierung protestierte. Offenbar waren seine Ansichten dem Regime zuwider. Als größter Schein ist der 500er in Umlauf. Hier musste ich leider auf Fotos und Videos aus dem Internet zurückgreifen, denn wie gesagt, da habe ich keinen herbekommen. Dieser Schein findet, obwohl er nach aktueller Umrechnung nur etwa 100 Euro entspricht, doch sehr selten Anwendung bei der Barzahlung. Seine Vorderseite ziert das Konterfei des Dichters Mihai Eminescu. Seine dichterischen Werke setzten Maßstäbe für die Entwicklung der modernen rumänischen Hochsprache.
Der junge Eminescu war in seinen Jugendjahren aber in keiner Weise an schulischer Bildung interessiert und schloss sich lieber mit 14 einer Truppe von Wanderschauspielern an. Jedoch gelang es im Jahr 1869 seinem Vater, den Sprössling aufzuspüren. Dieser wurde sogleich von ihm zum Philosophiestudium nach Wien geschickt. Dort gefiel es dem Sohn jedoch gegen jede Erwartungen, weil er so seinen großen Wissensdurst stillen konnte. Insbesondere Werke von Schopenhauer und Kant hatten es ihm angetan, was in seinen eigenen Werken später voll zum Tragen kommt. Von 1871 bis 1874 studierte Eminescu in Berlin und veröffentlichte viele Texte auf Deutsch. Dazu übersetzte er auch seine Werke und die andere ins Rumänische. Er schrieb seine vielen Texte in der lexikologisch heute noch verwendeten Form des Rumänischen. Er verstarb im Jahr 1889 in Bukarest. Das Münzgeld Rumäniens ist der Bani, den es in vier Werten gibt. Bani ist auch die Bezeichnung für Geld im Allgemeinen. Man könnte also auch sagen, ein Leo entspricht 100 Geld. Lol. Alle Bani haben auf der Vorderseite den Nennwert und auf der Rückseite den Staatsnamen mit Wappen, sowie das Prägejahr des Geldstücks. Eine Besonderheit Rumäniens ist, dass vielerorts aufgrund des geringen Werts der kleinen Münzen einfach auf- oder abgerundet wird ohne Nachfrage. Also wundert euch nicht, wenn ihr bei einem Kommabetrag nur Scheine herausbekommt. Besonders die kleinste Münze, den 1 Bani, werdet ihr vermutlich nie zu Gesicht bekommen. Ich habe auch keinen. Im Moment, Januar 2022, beträgt der Wert gegenüber dem Euro etwa 4,95 Lei. Am einfachsten nimmt man für den groben Überschlag den Faktor 5. So, das war's von mir soweit. Mit diesem geballten Wissen seid ihr gewappnet für einen ersten oder vielleicht auch nächsten Rumänienaufenthalt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert einfach den Kanal und klingelt die Glocke. Dadurch verpasst ihr kein Video mehr über das Leben in Rumänien abseits der Touri-Hochburgen und Standardreiseberichte. Ich verabschiede mich indes, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Micha. Malheur.